Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Portal 2. Teil 8, die Unruhe. Endlich mal wieder eine Testumgebung hier. Mal sehen, wie fleißig Wheatley inzwischen gewesen ist. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Boah, was hat er denn da für Mutationen gebaut? Heißer? Heißer? Kombination aus Turret und Würfel. Kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz, 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 ganz kalt. Nun drück schon endlich den Knopf! Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir moxen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Oh Mann. Ja, gehen wir mal dahin. Er war ja Experimentierfreude. Auf so ein Frankenstein-Geschöpf muss man auch erstmal kommen. Sind ja eklige Viecher. Löse das Rätsel. Wenn ihr zurückkommt, präsentiere ich ihm ein Paradoxon. Ah, okay. Fungieren aber nach wie vor als Würfel. Du schaffst es. Hey, Schwachkopf. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxa. Dieser Satz ist falsch. Nicht darüber nachdenken. Nicht darüber nachdenken. War, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon, es gibt keine Antwort. Dort, ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch, ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Das habe ich doch repariert. Warnung, kritischer Reaktor, da, repariert. Hey, schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Big Brother's watching you. Geil. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Überall. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Aber ich sag dir, wenn ich dann teste. Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Oh. Wir haben ein Problem. Ja, das könnte sein. Ah, er ist ja überall präsent hier. Test! Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich, extrem gefährlich. Oh ja, jetzt sehe ich. Aber ich arbeite hart daran. Ein Würfel. Ja, gut gemacht. Das ist einmalig. Okay. Ja. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Na, ja, das gefällt mir. War. Nee, nicht dein Ernst, oder? Und... Nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, da sind sie. Ah, ja. Mein Paradoxonplan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Da hat er ja Kreaturen erschaffen, ne? Kombination aus Turret und Würfel. Chance, ihn zu finden.
Ja, machen wir mal wieder ein paar Tests. Das hatten wir ja schon lange. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Jo. Nicht ganz, nicht ganz. Oh. Siehst du das da an der Wand? Das ist brandneu. Ah, ja, ja. Ich glaube, ich erinnere mich ganz dunkel noch, was das war. Ja. Das ist so ein Gravitationstunnel. Ja, das wird lustig. Das wird lustig. Okay. Die kann man überall so hinlenken, wo man ihn haben will. Ist ja geil. Würfel. Würfel ist da oben. Achso. Ja, ja. Man folge den Tunnel. Allein diese gedämpfte Geräuschkulisse da drin. Ne? Okay. Dich brauchen wir da unten vermutlich. Ja. Dann bringen wir dich mal dahin. So, und du musst jetzt, den Knopf auslösen. Liegen bleiben. Ist das geil. Oh, gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hol euch dann ein. Oh Mann. Das eröffnet ja völlig neue Perspektiven. Ja, da bin ich mal gespannt, was er mit den Dinger noch alles anstellt. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Okay. Naja, zumindest mal eine Nachricht, auch wenn es eine schlechte war. Wheatley Laboratories. Macht ja nichts, war doch bisher immer. Diesen Test habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Ja, mit bodenlosen Gruben hast du nicht übertrieben. Boah. Knopf. Ausgang. So, ich fall da jetzt. Oh! Alter, da muss man Vertrauen haben, dass das Ding auch wirklich einen auffängt. So, was habe ich für Optionen? Ich kann erstmal nur da was setzen. Mal gucken wir uns das Ganze mal an. Da kann ich was machen. Ah, da muss ich irgendwie hin. Aber sobald ich das Portal woanders hinsetze, falle ich doch hier runter. Moment, warte. Jetzt ist wieder Timing angesagt. Jetzt mal wieder da rein. Da muss ich mutmaßlich hin. Okay. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man die Tests löst, ja? Ist das geil. Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal, löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Okay, da brauche ich natürlich wieder. Den muss ich auf dem gleichen Weg hochdirigieren, wie ich hochgekommen bin. Okay, komm mal hier rüber. Jawohl. Ach so,
so. Ah, da musst du hin. Oh ja. Yeah. Gut gemacht. Ja. Danke, wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, was? Boah, so ungefähr. Ich weiß, wir stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Aber das war's für jetzt. Oh Mann. Also das ist jetzt wirklich 3D mit diesen Tunneln. Die kann man ja in alle Richtungen... Hier ist doch eine gute Nachricht. Ja, wie auch immer. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Na super. Oh, was macht er denn da jetzt? Ridley! Bist du denn wahnsinnig? Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? So, was haben wir hier? Da muss ich hin. Das heißt... Ja. Dazu brauche ich einen Würfel, die gibt es da drüben. Ja, dann müssen wir da erstmal rüber, ne? Dann müssen wir da erstmal rüber. Dann vorbei. So, Würfel. Da würde natürlich wieder ins Bodenlose fallen. Das muss ich erstmal auffangen. Oh, vielleicht. Oh. Achso, jetzt kann ich natürlich auch hier rüber dirigieren. Ah. Geil. Katapult. Katapult, ja. Nicht aufmucken hier. Die sind ja wirklich strunzdumm. Katapult würde mich dahin bringen. Da ist aber nichts. Das heißt, ich muss da wieder mit dem Gravitationstunnel arbeiten. Nehmen wir mal an, ne? Ja. Das könnte was werden. Komme ich damit dann auch schon rüber? Oh, man wird sehen, ne? Ja, das ist schon. Ah, doch, das geht. Das geht. Gut, jetzt haben wir den Würfel. Jetzt muss ich den ja. Ja, du bleib doch mal da stehen. So. Ach so. Wie komme ich den denn überhaupt da oben hin? Warte mal. Und ich selber muss da ja auch hin. Oh wow. Das könnte was werden. Hoch an die Decke. Dann den und dann rüber. Wie mache ich das mit den Würfeln zusammen? Oh, getrennt voneinander, ne? Mit ich erstmal da rein. Und ich komme hinterher. So, jetzt. Oh. Nun geht's los. Ah, er ist über mir. Wir kommen der Sache näher. Oh, wie enttäuschend. Ja, Ridley. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Hä? Was? Es wird schon alles werden. Ja, da bin ich aber zuversichtlich. Oh Mann. Sicher unbedeutend.
Ausweg. Mhm, okay. Mach ich mal weiter. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Ja, das sehe ich auch so. Hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausmädchen. Na. Fetti ohne Eltern. Oh. Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Fassung verliert. Mach mit. Einige meiner besten Freunde sind vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Oh, Turret. Hallo. Wie bekomme ich den dann da weg, damit ich überhaupt irgendwas machen kann? Ach so. Ja. Ja. Bye bye. Und weg ist er. Gut, jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Ist da hinten überhaupt noch irgendwas? Nö. Was ist das? Da dreht die Bewegungsrichtung um. Oh wow, das braucht man hier auch. Okay. Das heißt, um darüber zu kommen und Richtung Ausgang, ja, muss ich die Bewegung umkehren. Dazu brauche ich den Würfel. Was? Ach so. Warte mal, den Würfel kann ich doch auch. Ach so, und jetzt? Klar. Ja. Kapiert. Jetzt wieder so rum? Oh mein Gott. Die lassen sich was einfallen, das ist nicht normal. Halt! Raus hier! Will nicht im Abgrund enden. So, jetzt muss ich da rüber, dazu musst du da rauf. Ja. Gucken wir uns das da drüben mal an. Boah, hier muss man echt schwindelfrei sein. Oh. Ist ja alles gut und schön, wie komme ich da jetzt hin? Tunnel, ja. Okay, das ist aber in der falschen Richtung. Jetzt habe ich mir ja selber einen Bock geschossen hier. Oh! Das heißt, ich muss den Würfel wieder da runter kriegen. Von hier aus. Ach so! Ich kann auch Portale setzen. Natürlich, ja. Oh, das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Ja, man sollte Wheatley vielleicht nicht reizen. Oh Mann. Da kann man die Richtung von dem Tunnel umkehren. Aber das kann ja auch noch lustig werden. Oh, super. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Aha. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht.
Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Oh, weiter im Test. Ah, was kann ich damit machen? Da ist ein Knopf. Knopf löst Würfel aus. Würfel würden da reinfallen. Und dann kann ich irgendwas machen. Oh, schauen wir uns das Ganze da drüben mal an. Oh, okay. Da muss ich irgendwie hin. Da, 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 da. Oh, schräge Rampe. Mit Anlauf darüber. Oh. Oh, ja. Mit Anlauf darüber. Ach so. Ah. Okay. So, das war Teil 1. Würfel. Ja, mit dem Würfel muss ich doch jetzt das gleiche Spiel machen, oder? Das heißt... Ja. Aha. Ja. Gleiches Spiel. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nee, das war wirklich nichts, Ridley. Aber Kompliment, tolles Rätsel. Aber es ist ein Schwachkopf. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Molten Core Warning. Oh yeah. Ja, ich glaube, wir sollten uns nicht allzu lange hier aufhalten. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Oh oh. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Jetzt schiebt er die ganze Kammer da durch die Gegend. So, sind wir dann soweit? Okay, was haben wir hier? Oh, mal wieder die Laserbrücke. Würfelspender. Knopf. Oh. Da sind Turrets. Energiebarriere. Hm. Ach, das ist ein Sprungding. Ah, okay. Da. Babenbu, Babenba. Ja, man muss das blockieren, dass er da durchfliegt. Auf welcher Höhe ist er dann durchgeflogen? Ja, das wird wohl zu hoch sein, oder? Ja, okay. Ungefähr da. Ja. Oh, jetzt muss ich den da rauskriegen. Ja, das erinnert doch an irgendein Level aus dem Anfang. Genau, die kann ich jetzt nicht sehen. Personalsensor hier kommandiert.
Ja, das wäre ja wieder so einfach. Mit dem Würfel kann ich jetzt nicht da durch. Ich muss hier also erstmal rauf. Oh. Nur, nicht wieder da reinfallen. Gut, das habe ich schon mal den Würfel hier. Ach, da hinten geht's weiter. Ah. Probieren wir das Ding hier mal aus. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar Hallo? Nicht bei dir, Endzimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Ah. Leichte Überheblichkeit, Mr. Wheatley. Das wird dir noch zum Verhängnis. Ja, dann machen wir doch das gleiche Spielchen wie auch schon mal in einem anderen Level. Eine Blockadebarriere. Ja. Siehste? Und schon geht's hier weiter. Ah, da kann ich wieder nicht hin, weil die Turrets mich dann erwischen. Oh. Soll ich den da erstmal wieder umlenken? Ja. Und wie komme ich jetzt selber hier wieder raus? Ja, ja, ja. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Das glaube ich nicht. Du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. Ja. Wow, interessant. Interessant. Oh, Wheatley, da muss aber noch mehr aufbieten. Oh Mann. Leicht überheblich, der Kerl. Ich glaube, er verzweifelt. Ja, könnte sein. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Aha. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will die Aufzeichnung nicht verpassen. Gravitationstunnel. Da ist ein Würfel. Laser. Der Laser hält das Ding offen. Ah, da ist ein Linsenwürfel. Schräge Plattform, aha, aha. Mit Schwung irgendwie da durch. Da komme ich aber nicht durch, wegen dem Tunnel. Das ist die Ausgangslage. So, Laser. Oh, muss man letztlich hier reingelenkt werden. Oh, oh, oh. Das löst die Plattform aus. Ah, okay. Und der löst die andere aus. So, das heißt, primär muss ich erstmal den Würfel da haben. Das geht ja wohl mutmaßlich damit. Und kann ich mir noch nicht wirklich einen Reim draus machen. Ja. Okay, die Idee war gut. Der Schwung reicht nicht. Der Schwung reicht nicht.
heißt, ich muss... Ja, natürlich, ich muss höher. Ah. Ich muss höher. Ah. Okay, da sehen wir auch gleich, was der Schalter macht. Alles klar. Muss ich erstmal dahin. Jo! Die Höhe macht. So, damit müssen wir jetzt den Laser unterbrechen, damit ich an diesen Linsenwürfel rankomme. Ja. Okay. Das heißt, da, da. Das sollte mich eigentlich zum Linsenwürfel bringen. Jo. So. Muss ich jetzt austauschen. Ah, okay. Das hat schon geklappt. Mit dir muss ich jetzt den auslösen. Das richtig, was ich da mache? Dann würde die Plattform runterkommen. Oh, probieren. Probieren. Nee, warte. Ich muss erstmal auf diese Plattform rauf. Heißt. Ja, okay. So, jetzt kann ich hier drauf und dann. Und dann. Nehme ich den Laser weg, fahre ich wieder hoch. Mit dem Schalter kann ich die andere Plattform... Ah, okay, mal gucken. Das heißt... Jetzt bin ich hier. Jetzt brauche ich wieder den Gravitationstunnel. Das heißt, ich muss den da erstmal weghaben. Den. Genau, und du musst jetzt da oben hin. Oh, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Jo. Ja, fast. Ich bin noch nicht da oben. Ach so, dazu muss der nur wieder da woanders hin. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Ach, wer macht dir das Leben wem schwer? Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrechtzuerhalten. Oh Mann. Also das fordert ja echt schon Gehirnschmalz hier. Oh. Ja, machen wir mal schnell weiter. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot.
Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Ah, ist ja gut. Eines, zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht. Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Ah, gut, was haben wir hier? Laser. Muss dahin. Ah, ja. Achso, da sind zwei. Ah, okay, der fährt da rüber. Ich muss dann wohl da raufspringen, nehme ich an. Ah, und der zweite macht die Laserbarriere weg. Alles klar. Achso, der bleibt da auch stehen, wenn der Laser da nicht drauf ist. Okay, dann muss ich da jetzt... Das ist richtig. Da jetzt drauf und... So, den Knopf hin. Jetzt ist wieder Timing angesagt. Das heißt, ich muss den erst losfahren lassen. Und kurz vor der Laserbarriere muss ich die Laserbarriere... Oh Gott! Oh, probieren wir mal unser Glück. Jo, geht. Gut, Würfel. Ah, ja, natürlich, der fällt wieder ins Bodenlose. Das heißt, den Würfel muss ich mit der Plattform auffangen. Oh. Ja, okay. Würfel, Würfel, Würfel. Ich kann den Würfel da drüben nicht gebrauchen, weil der Empfänger hier, der ist zu hoch. Das ist auf einer Ebene. Ach, ich muss den von der Plattform aus umlenken. No way. Okay. Würfel habe ich auf der Plattform. Ich muss selber da erstmal wieder rauf. Selber da erstmal wieder rauf. Oh Mann. Ja, gleiches Spiel nochmal, würde ich sagen. Ich muss hinter die Laserbarriere, weil... Ja. Das fahren wir erstmal wieder los. Oh Mann. Ah, okay. Ah. Ja, Whitley, da staunst du, wa? Ja, jetzt
kann ich ja einfach wieder da rüber. Ja. Achso, ich muss den Laser natürlich wieder aktivieren, klar. Okay, immer noch nichts. Und weiter. Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Oh, okay. Ja, dann fahren wir mal mit den Gravitationstunneln mit. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Ja. Wozu die gut sind, sind aber sehr beeindruckend. Ja, toll. Warte, oh, nein, das ist gar nicht gut. Eine gute Idee halten. Ja, das war eine scheiß Idee. Ja, können wir drüber sprechen, GLaDOS. Okay. Da komme ich nicht rüber, also da weiter. Okay. Ja. Oh Mann. Stellt einfach den Strahl ab und dann lässt er einen in die Tiefe fallen. Ha, du lebst! Ja, was dachtest du denn? Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Nee, das stimmt. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Beschleunigungsgel. Für deinen Test. Was macht er dann jetzt schon wieder? Der zerstört die ganze Anlage. Weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Aha. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Ich kann da drüben ein Portal setzen. Okay. Na, bevor ich mich hier drum kümmere, gucke ich mir das da drüben mal an. Barriere. Oh, klasse. Ah. Ja. Das war klar, dass ich da nicht rüberkomme. Okay. Gut, was haben wir hier? Ups. Ah, soll schon aufräumen. Das ist aber nett. Ah, eine Rampe. Und da drüben war der Steg. Beschleunigungsgel. Damit lässt sich doch was machen. Tunnel. Ah, Würfelspender. Okay. Ja. Und der Knopf, der löst das Gel aus. Egal, ich muss erstmal den haben. Ah, okay, der wird von der Plattform aufgefangen. Ah, da muss ich den. Muss ich den mit dem Tunnel hier rüber boxieren? Ah, so geht das. Alles klar. Okay, jetzt haben wir ihn schon mal. So, jetzt muss ich mir erstmal mit dem Gel eine Rampe bauen, eine Beschleunigungsrampe. Dazu muss ich da rein. Den da rauflegen. Ja, dann geht das Geplöttere los. Das muss ich jetzt geschickt. Moment. Nicht das Zeug. Ist ja geil. Man kann das damit transportieren.
Irre. Gut, wollen wir noch ein bisschen länger da drin lassen? Ja. Wow. Stimmt, klar, ist ein Gravitationstunnel. Der nimmt natürlich jede Art Materie auf. Aber das ist doch viel zu weit weg. Selbst wenn ich hier Anlauf nehme, da komme ich noch niemals hin. Wenn hier noch so ein blaues Sprunggel wäre. Gut, aber mehr kann ich hier mit dem Gel wohl nicht machen, ne? So, nee, das geht ja sowieso nur da. Ja. Gut, holen wir mal den Würfel wieder. Weil... Ach so. Ich konnte da hinten... Ah ja, ja, das muss ich mir noch kurz nochmal angucken. Na, du bleibst ja jetzt erstmal drauf. Da, das ist mein Weg zum Ausgang. Dann gehe ich mit Anlauf hier rüber und springe da rein. Jawohl. Ich muss gar nicht auf dieses, auf diesen Laufsteg da hinten. Oh, probieren. Mehr als runterfahren können wir nicht. Oh, gerade eben. Schon wieder eine Überraschung. Man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Ah, ja. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Jo. Oh, Mann. Ja, mal sehen, was er für eine Überraschung hat. Vor allem für uns beide. Oh. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Nee. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Entschuldigung, mein Fehler. In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Ja, hatte ich auch beinahe den Eindruck. Okay, ach, Portalgel. Ja, okay. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Ja, dann lass es. Wow. Turrets. Knopf. Knopf löst aus irgendein Panel. Mutmaßlich, um da irgendwie Portal zu setzen zum Springen. Was ist das? Machen wir doch erstmal. Ich kann da. Wir haben dieses Hüpfgel. Wir haben das Hüpfgel. Ja. An den Knopf komme ich nicht ran. Ich muss die erst ausschalten. Ich glaube, ich weiß, was die wollen. Da 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 da.
Hüpfgel darüber transportieren. Aber ist ja gut und schön. Ich komme ja gar nicht in den Strahl rein. Ach so. Muss ich das hier erstmal vollplattern? Ja. Das könnte was werden. Okay. Auch mal das Ganze. Verfolgt von einem Hüpfgel. So, wenn ich das jetzt... Ja, das bringt mir irgendwie nicht so viel. Ach, ich Idiot. Ja, natürlich. Den Knopf brauche ich. Alles klar. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Ich muss das umlenken. Ja, richtig. Alles klar. Die dort das darf nicht gegen die Wand klatschen. Okay. Jetzt, ah ja, ich muss das bis hierhin lenken. Bis dahin und dann, ja, und dann kann ich da das Portal setzen. Boah, hier muss man ja um die Ecke denken. Das ist ja irre. Ja, das könnte was werden. Ja, ich hab's mir gedacht. Das war aus der Perspektive nicht zu erkennen, ob das wirklich das Skill, die der Turrets erreicht. Oh Mann. Ah, jetzt habe ich da so ein Paneel, um darüber zu hüpfen mit einem Zwischensprung wahrscheinlich, nehme ich an. Boah, nicht runtergucken. Wie mache ich das am idealsten? Muss erstmal Höhe gewinnen. Dann, ja, wie schon vorher auch. Oh, ja. Gelöst. Schön, wie schön für dich. Oh, wow. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Ja, was hat er dort gefunden? Oh Mann. Aber es sind geile Rätsel. Das gefällt mir. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier. Ja. Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Jo. Uns läuft die Zeit davon. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Oh, hier ist ja alles. Hä? Hier ist doch gar nichts. Lauter Tafel sollte doch alles Mögliche sein. Darüber. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ne? Ach du Sch... Oh. Nicht schlecht. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Besonderes.
Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Oh. Mir kam da ein geil. Ich donnerte gerade. Okay, ich glaube, hier beenden wir das wieder. Möglich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile fest. Das heben wir uns für nächstes Mal auf. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auch okay, bis dann erstmal wieder. Ciao. Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Aber du weißt ja...